Im Juli 1981 wurde die Skulptur des Wiener Bildhauers Alfred Rydlicka der Öffentlichkeit übergeben. Sie steht direkt vor den beiden Engelshäusern im Engelsgarten in Wuppertal-Barmen. Thema der Skulptur ist Engels Werk. Sie symbolisiert den letzten Abschnitt des Manifestes der Kommunistischen Partei. Die starke Linke, die man hier sieht, hat der Figur den Namen gegeben. Das Manifest der Kommunistischen Partei verfasste Karl Marx unter Mitarbeit von Friedrich Engels unter Zeitdruck in der Jahreswende 1847-48 im Auftrag des Bundes der Kommunisten. Es erschien kurz vor der Februarrevolution in Frankreich und der Märzrevolution in Deutschland. Es ist in fast alle Sprachen dieser Welt übersetzt und Teil des UNESCO-Dokumentenerbes. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunft, Bürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das letzte Zitat war die Inspiration zur Thematik der Skulptur. Die dicht geballte, aus einem Marmorblock herausgemeißelte Figurengruppe hat eine Höhe von 3,20 Meter. Die Skulptur zeigt nackte männliche Körperelemente, Beine und Füße gemeinsam, auch solidarisch in Bewegung, Arme gefesselt von Ketten, mit dem starken Willen, sich zu befreien, gemarterte Körper. Auf der Seite zur Friedrich-Engels-Allee hin wächst aus dem groben Steinblock ein junger Mann, sein Kopf wird zur Faust. Man könnte sagen, aus den Gedanken werden Taten. Es ist keine vollständige und eigenständige Person zu erkennen, auch nicht wie viele Figuren es eigentlich sind. Vielleicht 3 bis 4 Männergestalten. Rydlicka selbst nannte es einen explodierenden Knödel von Leibern. Die 8 Tonnen schwere Skulptur wurde aus einem Block Carrara-Marmor erstellt. Dazu ein Zitat von Alfred Rydlicka im August 1980. Ich hätte gerne einen historischen Engels gehabt und hätte gern den künstlerischen Geschmack des Herrn Engels festgehalten. Da das nicht ging, habe ich einfach nur einen Teil gemacht, den prophetischen Teil von Engels. Ihr habt nichts zu verlieren als eure Ketten. Diese Ketten fressen sich nicht nur in den Körper, sie fressen sich auch ins Hirn. Aber es gibt eine unheimlich starke Hand, eine unheimliche Linke aus diesem Denkmal heraus, die versucht, die Ketten zu sprengen. Und das ist das zweite Engels-Thema. Der Einweihung ging ein schwieriger, konfliktiver Prozess von über 4 Jahren voraus. Die Skulptur wurde deutlich teurer als ursprünglich geplant und auch deutlich später fertig und gefiel auch nicht allen. Am Ende einigte sich die Stadt Wuppertal mit Rydlicka. Der Stadtrat verabschiedete mit den Stimmen der SPD das geänderte Konzept und die erhöhten Kosten. Am 2. Juli 1981 wurde die Skulptur im Beisein von Alfred Rydlicka, Johannes Rau, dem damaligen Ministerpräsidenten des Landes NRW, Gottfried Gurland, seinerzeit Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, und Michael Knierim, damals Leiter des Historischen Zentrums, der Öffentlichkeit übergeben. Die Vertreter der CDU im Stadtrat blieben der Veranstaltung fern und legten ihre ablehnende Haltung in einem Flugblatt dar. Zu der Veranstaltung kamen 2000 Menschen, und nutzten diese auch als Protest gegen die US-Atomraketen oder gegen die Berufsverbote. Alfred Rydlicka und Friedrich Engels haben gemeinsam, dass sie die Welt politisch betrachteten. Beide waren Freigeister. Und beide hatten einen speziellen Humor. Hier ein Foto von Alfred Rydlicka mit der Skulptur Marx als Flitzer. Er wurde 1928 in Wien geboren und starb 2009 mit 81 Jahren. Er wuchs in einem Wiener Arbeiterbezirk auf. Sein Vater war Gewerkschaftsfunktionär und Kommunist. Das letzte Kriegsjahr verbrachten beide aus Angst vor den Nazis in einem Versteck. Ab 1948 studierte Rydlicka Malerei und Bildhauerei in Wien. Er war auch Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs. Und ab 1971 hatte er Professuren in verschiedenen Städten inne, in Stuttgart, Hamburg, Berlin und zum Schluss in Wien.
Für Alfred Rydlicka war der Mensch in seinen politischen und sozialen Umständen das überragende Thema seines Werks. Die Bedrohung des Menschen durch Krieg, Gewalt, Faschismus, Angst und Schmerz. Er versteht sich und seine Kunst als Vertretung für die Unterdrückten sowie politisch und gesellschaftlich Verfolgten. Eine weitere berühmte Skulptur wurde 1988 auf dem Albertinerplatz in Wien errichtet. Das berühmte Mahnmal gegen Krieg und Faschismus, das lebhafte Diskussionen hervorrief. Teil der Skulptur ist ein kniender und die Straße waschender Jude. Die Skulptur ist eine von vier bedeutenden Skulpturen Alfred Rydlitschkas im öffentlichen Raum. Und sie hätte Friedrich Engels sicherlich gefallen.